Willkommen zu einem kleinen Video für zwischendurch. Ich war gestern mal wieder spontan im Kino. Ich gehe oft ins Kino und gucke da eigentlich viele Sachen. Bin ein richtiger Filmfreak vielleicht. Hab das ganze Wohnzimmer voll mit Film, mit Mediabooks, Steelbooks, Blu-rays, DVDs, alles, keine Ahnung. Da kommt immer ordentlich was zusammen. Das meiste davon habe ich noch nicht mal gesehen. Filme, die ich gesehen habe und gut fand, stehen da zweimal, dreimal, vierfach in verschiedenen Ausführungen parat und so weiter. Ist ein bisschen behindert, aber okay, so sind halt die Leute. Sammler nennen wir sie mal. Und was habe ich gestern geschaut? Mission Impossible, Fallout. Und für jeden, der den noch nicht gesehen hat, empfehle ich euch, geht ins Kino, schaut euch den Streifen an. Also ich fand den wirklich richtig krass, richtig cool gemacht. Das Lustige war, ich hatte einen Trailer dazu gesehen von Mission Impossible Fallout und habe dann gedacht, okay, den kannst du dir mal geben, da gehst du dann mal rein. Und durch Zufall war ich dann im Kaufland ein paar Tage später und da gab es natürlich diese 5-Movie-Collection von Mission Impossible hier zu sehen. Und da ist mir erstmal aufgefallen, wie zurück ich in der Zeit geblieben bin. Denn ich glaube, ich habe bisher keinen einzigsten Mission Impossible Film ganz gesehen. Ja, ich weiß, Filmfreak und so, und man kennt dann nicht mal einen Teil von Mission Impossible, das passt überhaupt nicht zusammen. Aber ich kenne nur natürlich von Leslie Nielsen, der hat immer diese Szene nachgemacht, wo die da einbrechen und an den Kabeln runterhängen und sich da niederlassen im ersten Teil. Das ist die berühmteste Szene, denke ich mal, aus Mission Impossible. Aber selbst der zweite Teil sagt mir noch irgendwo was, aber ab Teil 3 habe ich dann überhaupt nichts mehr mitgekriegt. Teil 4, Phantomprotokoll, wusste ich noch, dass es den gibt. Ich glaube, da war auch Simon Pegg mit dabei, den ich richtig cool fand. Wo ich auch viele Filme mit Simon Pegg habe, wie Shaun of the Dead, Hot Fuzz oder The World's End. Und der ist eigentlich immer für einen Lacher gut. Fand ich cool, dass der da mitgemacht hat und auch weitergeholt wurde. Und ich war jetzt natürlich total überrascht, dass ich hier sehe 5-Filme-Box, weil ich überhaupt nicht wusste, dass danach noch ein Film kam und Fallout dann sozusagen der 6. Film in der Reihe ist, weil, ja, es ist eben alles an mir vorbeigegangen. Jetzt habe ich mir erstmal natürlich diese Box gegönnt, habe da einiges noch nachzuholen, Teil 1 bis 5 und den 6. jetzt im Kino gesehen und wie gesagt, ich war wirklich extrem überrascht. Ich habe früher nicht so viel von diesen Sachen gehalten, von den Filmen, fand Tom Cruise auch nicht so krass. Aber muss sagen, er macht wirklich eine gute Figur in seinen Filmen. Er spielt seine Rollen perfekt. Man nimmt ihm das auch alles ab. Da kann ich nichts sagen. Daumen hoch erstmal für Tom Cruise als Schauspieler. Und ich habe mir noch ein paar Notizen gemacht, was ich auch noch dazu sagen wollte. Natürlich, also wie gesagt, das hat mir wieder gut gefallen, dass Simon Pegg dabei war, der immer eine gute Rolle macht, so als kleiner Chaot nebenbei, immer für einen Lacher gut ist oder auch Ving Rhames, den ich noch von Dawn of the Dead in Erinnerung habe. Auch einer seiner krassesten Filme mit, sage ich mal, woher ich den so kenne. Und dieses Team ist ja seit eh und je natürlich um Tom Cruise versammelt, wenn es um Mission Impossible geht. Und welche Person ich aber auch richtig interessant fand in dem ganzen Streifen, war Walker. Dieser Agent, der ihm dann zur Seite gestellt wurde, sein sozusagen Partner, der ihn begleiten soll. Also das war wirklich ein richtiges Arschloch. Schon in den ersten Minuten hat er sich so unbeliebt gemacht. Man hat einfach nur gedacht, boah, was ein Wichser. Und ja, dann hat man gedacht, okay, der ist ja gar nicht doch so schlecht. Dann hat sich das Blatt wieder 10 Millionen Mal gewendet hin und her. Das war so impulsiv immer, diese Beziehung zwischen den beiden auch, wie das auf und ab ging. Und mehr möchte ich dazu natürlich nicht sagen, aber das war wirklich eine coole Sache. Die Rolle, die die beiden so gespielt haben. Auch eine coole Szene, die ich natürlich fand, war die Befreiungsaktion. Ich will natürlich nicht so viel spoilern, aber dieses erst, was er sich in Gedanken so gedacht hat, wie das dann abläuft und man wirklich dachte, oh mein Gott, das ist übelst krass, das kann er doch nicht machen. Und dann, wie es in Wirklichkeit abgelaufen ist, wie er einfach es komplett umgekrempelt hat und alle waren überrascht und keiner hat damit gerechnet, hey, was macht er denn jetzt hin und her? Das war ein richtig cooler Moment, das fand ich, hat sehr cool reingepasst, so auf seine eigene Art. Oder auch die Szene mit der Polizistin, die Gruppe dabei erwischt hat, wie sie natürlich da die Geisel, sagen wir mal, wegbringen sollte. Und da gab es wirklich einen herzzerreißenden Moment, wo der mich schon wieder so aufgewühlt hat einfach, wo ich da gehangen habe und hab mich so aufgewühlt gefühlt, hab gebibbert, hab gedacht, boah, das ist krass,
das ist so cool gemacht, das kann man so mitfühlen, da ist mir so das Herz erwärmt worden, wie sich das da gewendet hat in dem Moment. Das war so eine extrem angespannte Situation. Und er hat die Situation natürlich wieder mal geredet auf seine eigene Art und Weise, die sehr überraschend kam. Damit habe ich auch nicht gerechnet, aber knallhart, er hat es einfach gemacht. Bam, fand ich cool, war richtig krass. Aber meine Lieblingsszene immer noch war schon ziemlich zu Beginn, und zwar die Toilettenszene. Ich fand schon überhaupt die Location, Toiletten sind immer cool als Locations, und das hatte einen sehr witzigen Aspekt mit sich gebracht. Und es gab da auch eine richtig krasse Kampfszene, wie sie zu zweit auf diesen Typ eingeprügelt haben und sich da gegenseitig durch die Spiegel geschmissen haben, durch die Toilettentüren durchgeprügelt. Das war irgendwie krasse Action, zugleich aber auch irgendwie witzig mit Slapstick-Einlagen, weil natürlich auch immer andere Leute mit in die Toilette kamen und da, das muss man sich einfach gegeben haben. Aber das auf jeden Fall, diese Toilettenszene, ziemlich zum Anfang hin, war meine absolute Lieblingsszene aus dem Film. Und ja, der Film hat einiges geboten, ging auch sehr lang, war in 3D, hat 14 Euro gekostet die Karte. Ich meine, mir ging es nicht um 3D, ich musste sowas eigentlich trotzdem nicht in 3D sehen. 2D hätte mir gereicht, aber heutzutage bringen sie natürlich vieles fast nur noch in 3D. Was sehr schade ist, denn wenn ich dann im Kino sitze immer und habe 10 Brillen im Gesicht, da kriege ich auch nur noch Kopfschmerzen und ja, so schön ist das nicht. Aber nichtsdestotrotz, richtig cooler Film, hat mir gefallen. Auch das Ende hin und her, er hat wieder mal den Tag gerettet, wie soll es auch anders sein. So viel kann man ja schon mal verraten. Ich werde mir also nochmal die anderen Teile reinziehen, Teil 1 bis 5. Der 6. läuft aktuell noch im Kino und ich würde euch empfehlen, wer den noch nicht gesehen hat, geht los, schaut noch Mission Impossible Fallout. Ist ein cooler Streifen mit coolen Schauspielern, coolen Verfolgungsjagden, coolen Action-Einlagen. Mit Witz, Humor, alles ist dabei, gute Schauspieler, sympathische Charaktere. Meine Empfehlung für euch also, Mission Impossible Fallout.